Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei 2 in 2 Goblin Angriff Dings da. Wow. Wir werden fast schon wieder in unseren Tod gestürzt. Weil hier unten geht es heiß zu. Scheinbar. Sehr heiß sogar. Und wir müssen einen Weg hier durchsuchen, oder? Nein, hier müssen wir wieder rauskommen, irgendwie. So. Ja, hoch mit dem Schild. Kann er damit so auch höher gleiten? Ja, kann er. Nein. Komm, hoch will ich. Ja, weil die große Erfahrung bekommen. So, die Erfahrung habe ich jetzt auch bekommen. Aua, da brennt's. Das ist weniger gut. Deswegen hier rüber. An dem vorbei. Na, das war nicht richtig. Jetzt beleben wir sie erstmal wieder. Hüpf. Und wiederbelebt. Und zurück. Gucken wir mal, wo wir da irgendwo durchkommen. Scheinbar nicht so wirklich. Wir müssen wahrscheinlich das da irgendwie aus dem Weg sprengen. Nein, das klappt so definitiv nicht. Die können, kommen wir auch sonst nirgends durch, ne? Nein, die können wir uns nirgends durch, hatte ich. Ganz seltsam, wie kommen wir an das da unten ran? Außer wenn wir hier ins Verderben springen natürlich. Okay. Das ist definitiv nicht richtig. Jetzt habe ich nämlich zwei Helden schon verloren. Mit seinem Hammer kommen wir da wahrscheinlich auch nirgends durch. Nöp. Da jedenfalls nicht. Nein, hier können wir nur ordentlich draufkloppen. War's aber auch schon. Nö. Müssen wir uns einen Bombenpass besorgen wahrscheinlich. Und gleich noch mal tot springen, weil das ja so lustig ist. So. Jetzt aber. Ach nee, das sind Vögel, die hier vorbeifliegen. Da unten würde ich auch gerne rankommen. Ah ja, seht ihr? Den Feuerlöscher umdrehen. Da die Erfahrung freispringen. Und irgendwie so ähnlich muss das doch auch hier drüben gehen. Erstmal wieder hier zum Leben erweckt werden. Hopsen. Moment mal, das ist ein großer Steinbrocken hier, oder?
Du komm mal mit, auch wenn du langsam bist. Hopp. Was passiert, wenn wir die hier draufstellen? Ah, der Luftdruck ist definitiv schon mal zu schwer, als dass du da unten bleibst. Und jetzt volle Karacho. Volles Karacho durch. So. Jetzt. Genau. Und wir haben es geschafft, Tatsache. Jetzt können wir jetzt endlich hier drüben weitermachen. Was zur Hölle? Das finde ich gar nicht so toll, was du da in der Hand hast. Ja, wie oft müssen wir das noch zeigen? Jetzt würde ich gerne da oben wieder rankommen. Und da oben kommen wir leicht ran. Indem wir uns wieder mal ein Türmchen bauen. Ja, so wie der Turm da gerade aussieht, könnte man meinen, Amadeus hat beim Turm von Babel mitgeholfen. So. Hier raus, ich wieder hoch. Das Dach können wir leider nicht wegsprengen. Nein, nein. Böse Brücke. Böse Brücke. So, bleibt schön so. Die Brücke hilft uns schon mal so nichts. So stehen wir der Brücke im Weg. Die Kisten halten da. Ah doch, die halten da. Die Brücke war zu kurz. Ja, komm. Jawohl. Und runter. Und ich höre irgendwo Flaschen rum. Uah. Nein, das ist leider nichts, wo man drauf rum. Ein Punkt. Wenn ich hier kann man hier durch? Nein, kann man nicht. Aber hier ist auf jeden Fall was drunter. Ah, dass wir nicht rankommen. Sollten wir nicht erst nach Margaret suchen, ehe wir die Kobolde verjagen? Die passt schon auf sich auf. Sie speit einfach Feuer auf jeden, der sie auch nur falsch anblickt. Das stimmt. Kümmern wir uns erst um die Kobolde. Der ist aber nett zu seiner Frau.
Okay, dieses ganze Gebiet hier ist unter Wasser. Komme ich hier wieder raus? So. Na, da komme ich aber nicht so leicht rüber. Das war auch wieder falsch. Nein. Komm schon, ich will eine gescheite Brücke haben. Und nicht eine, die dauert da drüben abnippelt. Und keine, die dauert versinkt. Menno. Das Ding hier könnten wir eigentlich versuchen anzuhalten. Versuchen wir es einfach mal. Bingo! Hilfe, aber okay. Das ist eine miese Ecke, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ja was für Soja. Und ein Secret. Was haben wir denn da als Schönes? Diesmal müsste das das Bild sein. Genau, das Sammlergemälde. Aber Dios scheint da nicht gerade sehr glücklich drauf auszusehen. Wo ist die zweite Fiole hingekommen? Ich habe nur eine eingesammelt. So, da ist die zweite. Aua. Das ist jetzt weniger gut. So, durch und weg hier. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da dran? Wie komme ich hier allgemein weiter? Weil hier ist einfach nichts. Hier irgendwie den Pegel ändern, wenn ich dagegen schieße? Nö. Und hier unten entlang tauchen bringt auch so gesehen nichts. Das hier ist echt eine miese Ecke. Komm, ich will hier hoch. Die zwei habe ich schon mal. Ich kann ja auch nicht irgendwo ein Rädchen drehen oder so. Der Fässer verschiebe ich, komm an die da einfach nicht ran. So. Kann ich dich als Brücke missbrauchen? So. So komme ich wenigstens an 1 ran.
aber nicht an die anderen. So, jetzt bin ich wenigstens an zwei rangekommen. Ich habe auch schon so eine Idee, wie ich das hier drüben dann machen muss. Ja, was? Nein, so nicht. Menno, ey. Moment mal. Ach, darauf habe ich ganz vergessen. Was passiert, wenn ich hier drauf schieße? Nix. Ja, hier komme ich so rüber. Das kann ich jetzt hier aufspießen. Ich kann erstmal die da befreien. Genau, sehr schön. Was passiert eigentlich, wenn ich mit einem Feuerpfeil ins Wasser schieße? Komm. Ich muss hier hoch. So. Der macht, bringt fast gar nichts. Aber gut, ich würde sagen, hier gibt es jetzt erst einmal wieder einen Cut. Bis gleich.